Heilung ist ja auch ein schrittweiser Prozess und auch eben ein Bewusstwerdungsprozess, damit man auch mit den Themen weitergehen kann und auch da selbst reflektieren kann, was sich verändert oder auch dann den Weg eigenständig weitergehen kann. Das ist ja immer wichtig, ist ja auch nur eine Hilfe zur Selbsthilfe, was ich gebe. Jeder hat ja die Eigenmacht, da mit sich zu arbeiten und auch die Verantwortung. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mein Tribe Podcast. Der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie ihr auf natürlichem Wege eure Selbstheilungskräfte aktiviert, wie ihr euren Körper unterstützt und gesund halten könnt und lernt, euch auf eure eigene Healing Journey zu begeben. Ich bin Caro, euer Podcast-Host und mein Ziel ist es, euch wieder eine neue Perspektive auf die Themen Gesundheit und Heilung zu geben. Bevor wir starten, freue ich mich, euch zu verkünden, dass ich mich dazu entschieden habe, meinen YouTube-Kanal auszubauen. Ab jetzt könnt ihr euch wöchentlich über zwei neue Videos freuen, immer dienstags und freitags. Ich habe für euch online Sound-Healing-Videos mit geführter Meditation und ohne, Healing-Sounds zum Einschlafen, Meditationsvideos und Videos, in denen ich mehr zu meiner persönlichen Healing-Journey teile und natürlich Videos über die Thematik des Sound-Healings. Ich freue mich mega, wenn ihr den Kanal abonniert und die Videos euch etwas Gutes tun. Ihr findet den Kanal unter Mind Tribe Health and Healing. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Mir liegt es so sehr am Herzen, für euch noch mehr wohltuende Inhalte zur Verfügung zu stellen, die über diesen Podcast hier hinausgehen. Und ich hoffe, mein YouTube-Kanal hilft euch. Aber jetzt starten wir erstmal in die neue Folge. Im Verlauf meines eigenen Heilungsprozesses bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich nicht mehr nur auf physischer Ebene an meiner Gesundheit arbeiten wollte, sondern auch auf seelischer Ebene. Ich selbst verstehe uns Menschen als komplexe energetische Wesen, deren Existenz nicht nur auf diese wahrnehmbare dreidimensionale Welt und unseren Körper limitiert ist. Daher habe ich bereits eine spirituelle Praxis integriert, um an meinem Energiekörper zu arbeiten, wie Kundalini-Yoga und Meditation und Soundhealing. Jedoch hatte ich das Gefühl, dass ein Teil meiner Krankheit bzw. ganz bestimmte Aspekte nicht von dieser Welt stammen. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal etwas verrückt, aber lasst mich erklären, denn daran ist überhaupt nichts verrückt. Verstehen wir uns selbst als energetische Wesen und verstehen wir, wie Energie arbeitet, dann ist es naheliegend, dass diese nicht an Zeit und Raum gebunden ist, so wie unsere physische Erscheinung es ist. Es gibt also sozusagen energetische Krankheiten, Symptome und Lebensumstände, die energetisch über sehr viele Jahre bzw. vorherige Leben mit uns gereist sind in Form von Karma oder uns von unseren Ahnen mitgegeben wurden. Diese Dinge können sich für uns in sämtlichen Formen äußern. Krankheit, gesundheitliche Probleme, Schmerzen, körperliche Konstitution oder auch andere Herausforderungen im Leben, zwischenmenschliche Schwierigkeiten, finanzielle Probleme oder sonstige Challenges, die einem irgendwie immer wieder im Leben vorkommen. Jeder von euch hat jetzt sicher so ein paar Themen im Kopf, die irgendwie so etwas wie das Lebensthema von einem sind und gefühlt immer wiederkehren. Ja, das bildet ihr euch nicht nur ein, es ist tatsächlich so. Ein Teil davon ist karmisch und andere Dinge sind vielleicht auch Herausforderungen unserer Ahnen, die wir für sie lösen sollen. Ihr merkt schon, das ist eine Thematik, die unsere Normalität bzw. Vorstellungskraft schnell übersteigen kann. Und genau hier kommen Schamanen zum Einsatz. Sie haben die Fähigkeit, zwischen den Welten zu reisen und mit Seelen zu sprechen, die physisch schon längst nicht mehr unter uns sind oder es vielleicht noch nie waren und aus anderen Welten stammen, die unserem bloßen Auge verborgen bleiben. Ich selbst beschäftige mich schon sehr lange mit dem Schamanismus und bin natürlich besonders an den Heilritualen interessiert, die in den verschiedensten Kulturen und Teilen dieser Erde praktiziert wurden und zum Teil immer noch werden. Schamanen wurden früher immer zu Rate gezogen, wenn ein Stammesmitglied Heilung brauchte. Denn viele Völker, Jahrtausende vor uns und noch heute wissen, dass wir mehr sind als unser physischer Körper und eben auch Heilung über diese dreidimensionale Form hinausgehen muss. Wie ihr wisst, liegt mir sehr viel daran, im Zuge meiner Heilreise zu verstehen, warum wir krank werden und vor allem, wie wir holistisch auf allen Ebenen wieder heilen können. Ich hatte also den Ruf danach, auch an meiner Krankheit schamanisch zu arbeiten und begab mich auf die Suche nach einem Schamanen in Berlin. Zu meiner Freude fand ich keinen Schamanen, sondern eine Schamanin, die heute für uns zu Gast in diesem Interview ist, Agneta Niemack. Sie wird uns heute mit auf eine ganz besondere Reise nehmen und euch einen tiefen Einblick darin geben, was Schamanismus ist, wo es herkommt und wie uns die Arbeit der Schamanen in unserem Heilungsprozess helfen kann.
Agneta erzählt uns, wie sie dazu gekommen ist, Menschen als Schamanen zu unterstützen, wo sie all ihr Wissen her hat und hat spannende Geschichten für uns im Petto aus ihrer eigenen schamanischen Arbeit. Wir betrachten gemeinsam den heutigen Schamanismus im Kontext mit dem aktuellen Weltgeschehen und reflektieren den historischen Kontext unserer Entwicklungsgeschichte sowie deren Notwendigkeit, damit wir uns wieder daran erinnern können, wer wir sind, woher wir kommen und warum wir hier sind. Agneta teilt außerdem mit uns ihre tiefgehende Ansicht zum Thema Gesundheit und Heilung. Meine Sitzung mit Agneta war sehr intensiv. Es kamen sehr viele Themen hoch, mit denen ich nicht gerechnet hätte, beziehungsweise die mir so überhaupt nicht bewusst waren. Wir haben vor allem an Glaubenssätzen gearbeitet, die unterbewusst in mir stecken und mich blockiert haben und mich vor allem davon abgehalten haben, mein eigenes Dharma zu leben, meine Wahrheit zu leben und vor allem in Bezug auf meine berufliche Laufbahn. Außerdem haben wir Emotionen und Gefühle in mir aufgespürt, die gar nicht meine eigenen waren, die ich nur übertragen bekommen habe, um sie aufzulösen und damit die Seelen, denen sie eigentlich gehörten, sozusagen zu befreien. Ich weiß, das klingt jetzt alles etwas woo-woo, versucht es aber einfach mal auf euch wirken zu lassen, ohne es zu bewerten, vor allem wenn dieses Konzept gerade total neu für euch ist. Agneta wird euch jetzt mit auf eine Reise nehmen, die sowohl historische, gesamtgesellschaftliche Ereignisse einbezieht und aus einer neuen Perspektive reflektiert, als auch ganz individuelle, alltägliche Herausforderungen, mit denen wir uns in unserem Sein konfrontiert sehen. Das Interview mit Agneta liegt mir ganz besonders am Herzen, da es einen wesentlichen Wendepunkt in meinem Leben dargestellt hat, aber mehr dazu verrate ich euch nach dem Interview. Bevor wir jetzt aber starten, hat Agneta noch ein Goodie für euch vorbereitet. Sie hat am Meer in Portugal einen schamanischen Heilgesang für euch gechannelt und aufgenommen, der uns mit der Kraft des Ozeans verbindet, den ihr jetzt, bevor wir in das Gespräch starten, auf euch wirken lassen könnt und vielleicht sogar mit geschlossenen Augen genießt, wenn ihr nicht gerade Auto fahrt. Ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Agneta, schön, Hallo. Dass du heute bei uns bist. Du wirst uns heute ein bisschen was zur schamanischen Heilung und zu deiner Arbeit als Seelenbegleiterin erzählen. Genau, du bist selber Schamanin und Seelenbegleiterin. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und ein bisschen was über deine Arbeit zu erfahren und vor allem, wie du Menschen damit helfen kannst, in die Heilung zu kommen oder sich selbst zu heilen oder vielleicht auch Traumata aufzulösen, die sie schon lange mit sich herumtragen. Ja, hallo.
Also ich heiße Agneta und ich bin, wie du schon gesagt hast, ich bin Schamanin, Seelenbegleiterin, Heilerin. Das heißt, ich unterstütze Menschen auf ihren Heilungs- und Bewusstseinswerdungsweg und helfe ihnen halt, in ihre Kraft zu kommen, sozusagen alle alten Schichten zu entblättern, Blockaden, die uns noch aus der Vergangenheit, die uns noch zurückhalten, ganz, ganz wir selbst zu sein, zu lösen und alte emotionale Muster, Denk- und Verhaltensmuster aufzulösen, die uns noch klein halten. Und letztendlich geht es da immer bei meiner Arbeit darum, dass ich uns wieder rück anzubinden an unsere eigene Seelenessenz, an das, was uns individuell ausmacht und uns in Harmonie mit allen Kräften, die um uns herum sind und wirken, harmonisch zu verbinden. Also das ist meine Arbeit. Und sonst würde ich noch sagen, bin ich auch eine Träumerin. Das heißt, ich träume davon, so das Unmögliche möglich zu machen. Ja, also das einfach eine lichtvolle und liebevolle und friedvolle Welt zu gestalten, also mit eine neue Welt zu kreieren, was jetzt auch einfach in der Zeitqualität ansteht, was aber nicht heißt, einfach nur Wattebäuschen zu werfen, sondern das geht natürlich immer auch durch den Weg der Dunkelheit und all die Schatten zu integrieren. Und das sehe ich auch als für meine persönliche Aufgabe, auch so meinen eigenen immer persönlichen Transformationsweg zu gehen und alles zu klären, ja, um halt damit in eine neue Welt zu bewegen. Das ist total schön, danke dir. Ich glaube, viele sind jetzt wirklich schon gespannt, was die Folge so bringt. Und ich glaube, viele fragen sich jetzt vor allem, okay, was ist denn eine Schamanin und was ist eine Seelenbegleiterin? Genau, vielleicht kannst du ja uns mal so ein bisschen mitnehmen und mal ein bisschen genauer erzählen, wie deine Arbeit so aussieht und was das ist und vielleicht sogar, wo du das Ganze gelernt hast. Genau, wo fange ich da an? Also ein Schamane, also der Begriff kommt ja ursprünglich so aus dem sibirischen Raum, ne, aus dem tungusischen Saman, was heißt der weiß, der Wissende. Und mittlerweile, also da ist es eigentlich nur so, dass dieser Begriff Schamane herkommt. Aber heutzutage benennen wir ja zum Beispiel auch die Keros aus der Inka-Tradition, ja, an der Linie ich mit angebunden bin, auch als Schaman. Aber die selber würden sich gar nicht so benennen. Ja. Also der Begriff Schamane ist sehr weit gefasst, dass man den mittlerweile eigentlich für alle Menschen verwendet, die in den indigenen Völkern spirituelle Praktiken betreiben. Ja. Und aber was, denke ich, was alle verbindet, ja, ist, dass diese Menschen, eingeschlossen ich, Vermittler zwischen der sichtbaren und nicht sichtbaren Welt sind und daher in der Lage sind, eigentlich mit jeglichen Bewusstseinsformen zu kommunizieren. Das heißt, egal ob ich mit Menschenseelen, Naturgeistern, Tiere, Steine, Meister oder Engeln oder Ahnen spreche, ja. Und das natürlich beinhaltet, dass ich davon ausgehe, dass alles belebt und beseelt ist. Ja. Dann glaube ich, was alle verbindet, ist, dass man sich, glaube ich, für diese Arbeit auch berufen fühlt. Ja? Also, dass man dann einfach so einen inneren Call spürt und entweder man ist es oder man ist es nicht und der Weg wird dann einfach freigelegt. Und was auch alle verbindet, glaube ich, ist, dass man mit bestimmten Gesetzmäßigkeiten und des Kosmos und der Natur vertraut ist, dass man nach diesen auch lebt, dass man regelmäßig regelmäßig Rituale, Zeremonien und Heilarbeit für sich selbst, für die Natur und für Menschen ausführt, eine spirituelle Praxis zur Sensibilisierung der Wahrnehmung und zur Klärung des eigenen Energiekörpers gehört auf jeden Fall sehr dazu. Und dass man sich auch schon als Erdenhüter oder Berater oder Heiler oder auch als Lehrer für die Gemeinschaft berufen fühlt. Und eine Sache, die auch in allen schamanischen Praktiken, soweit ich weiß, da ist, ist diese Einteilung in die untere, mittlere und obere Welt, die der Schamane bereisen kann, wo die untere Welt sozusagen das persönliche und kollektive Unterbewusstsein darstellt, alles, was wir eben noch nicht im Bewusstsein haben, was auch vergraben wurde. Dann die mittlere Welt, was sozusagen unser Tagesbewusstsein darstellt, also in der Jetztzeit, aber eben die nicht sichtbare Welt in der sichtbaren.
Und dann haben wir die obere Welt, was halt die, unser Überbewusstes darstellt, wo wir halt so mehr göttliche Anteile finden, unsere Intuition, unsere höhere Führung, ja, und verschiedene Spirits. Und diese Welten kann man eben bereisen, ne, um dort Informationen einzusammeln oder halt Anteile an den richtigen Ort zu bringen. Genau, das ist, denke ich, die Sachen, die so gleich sind. Und ein westlicher Schamane unterscheidet sich auch nochmal von einem traditionellen Schaman. Ich habe ja auch die letzten Jahre immer oft Seminare gehostet von Schamanen aus der Kero-Tradition aus Peru, die dann auch bei mir waren und auch mit denen ich dann auch zusammen gewohnt habe in der Zeit und mich ausgetauscht habe und auch die Heilsitzung beobachten konnte. Und da habe ich natürlich auch nochmal so Unterschiede festgestellt, dass einfach die westlichen Schamanen hier, ne, wir sind halt einfach anders, die sind einfach meistens ein bisschen breiter aufgestellt, also wir haben, weil wir ja auch hier ganz viel komplexere Themen haben, ne, also ein Mensch, der in der westlichen Welt lebt, der hat meist ganz viel komplexere Themen als wie jemand, der oben da auf dem oben in 4000 Metern Höhe wohnt und ein Thema hat, ne, also da geht es halt mehr so um Familienthemen, um körperliche Beschwerden oder die Ernte ist nicht gut, während bei uns das darum geht, ich möchte meine Ängste auflösen oder ich habe da eine Blockade im Sakralchakra, ne? Genau, daher haben wir, ist da meist auch noch irgendwie auch meistens noch mehr Zusatzausbildungen drin. Ne? Der eine ist ein bisschen mehr medizinisch noch orientiert, der eine hat noch einen körpertherapeutischen Ansatz, ich habe mehr so noch einen psychologischen Ansatz dahinter, ne? Weil der Psychologe guckt selbst letztendlich auf das Gleiche. Ich glaube, es war schon immer in mir, aber es war halt versteckt, ja. Woran ich das gemerkt habe, ist, dass ich schon immer so schwer mit der rationalen Welt klargekommen bin, dass mich das immer eher so erschreckt hat schon als Kind. Und je älter ich wurde, ich habe halt immer immer weiter gefragt, so, ne? Ich wollte immer Erklärung für Dinge haben und ich habe mich für alles, was eben nicht so erfassbar ist, und ich habe auch wollte auch immer mich selbst verstehen. Ich wollte das menschliche Verhalten, die menschliche Psyche verstehen. Ich wollte mich verstehen. Also ich hatte schon immer so ganz großes Interesse daran, wie das alles zusammenhängt. Und da habe ich eigentlich auch meinen Einstieg gefunden. So, ich hatte in der Schule dann Psychologie aus 3 Jahre. Und dann habe ich angefangen, so verschiedene esoterische Literatur zu lesen, um mich da so reinzufinden. Und das war ja damals 2000. Da war es teilweise noch auch schwieriger, da Informationen zu bekommen. Und dann war letztendlich 2003 bin ich selber bei mir so an Grenzen gekommen. Ich habe einfach gemerkt, dass ich mich so mit bestimmten Themen in Partnerschaft, in Beruf so im Kreis drehe. Und dann habe ich halt damals angefangen, tiefer zu graben und nach Antworten zu suchen. Da war ich damals 21, genau. Und habe dann halt ich war ja in Berlin und da gibt es ja relativ viel Auswahl auch an verschiedenen Heilrichtungen, was ich ausprobieren konnte. Ich habe dann körpertherapeutisch gearbeitet, Osho-Meditation, waren so die ersten Sachen, womit ich angefangen habe. Und dann in Familienaufstellung und energetische Arbeit und habe halt einfach sehr viele Jahre erstmal an mir selber gearbeitet, um mich zu klären. Und das hat natürlich auch meine Sensibilität dann erweitert. Dann habe ich angefangen, mich auch so fürs Schamanische zu interessieren und war dann 2007 das erste Mal in einem schamanischen Seminar. Und danach standen dann zwei Verstorbene, die gerade in meiner Familie verstorben waren, in meinem Zimmer. Und das war das erste Mal, dass ich direkt so auch mit Toten in Kontakt war. Mein Cousin war damals verstorben und ich konnte damals auch nicht auf die Beerdigung gehen. Und ich habe damals mit ihm dann gesprochen und mich ausgesprochen und geweint. Und das war wirklich so im Inneren, ne, so ein telepathisches Gespräch, was ganz viel gelöst hat. Und das hat mir so gezeigt, wow, ne, da ist noch mehr. Dann hat es mich aber auch erschreckt, weil ich damals niemanden wirklich in meinem Umfeld hatte, der damit Erfahrung hatte. Und dann ist das erstmal wieder so eine Weile ins Nirvana verschwunden, weil es war doch schon auch für mich ein Prozess, dass so, wenn man so aus der rationalen westlichen Welt kommt, das alles so anzuerkennen. Ja, dann hat es mich zwischendurch in die kaufmännische Richtung verschlagen. Ich habe eine kaufmännische Immobilienkauffrau-Ausbildung gemacht. Ja. Ich denke, ich habe damals gespürt, dass das sein soll, um mich halt einfach zu erden, weil ich war schon immer so mehr so in den anderen Welten und damals diese Ausbildung, einfach sich so viel mit Häusern, Gesetzestexten und so zu beschäftigen, hat mich sehr geerdet und hat mir auch so die Angst vor dem weltlichen Ding genommen. Und ich bin jetzt wenigstens als Schamane in der Lage, meine eigene Steuererklärung zu machen und alle Informationen dazu einzuholen. Und das ist ja auch viel wert.
Und dann danach. Das ist auf jeden Fall schon mal was. Ja. Ja, und dann hat sich das danach ganz doll geöffnet. Also dann haben sich so meine Wahrnehmungspforten geöffnet und dann habe ich auch eine Familienaufstellungsausbildung gemacht, letztendlich, um wirklich dann nicht nur mit mir zu arbeiten, sondern auch langsam anderen helfen zu können. Der Wunsch war ja schon länger da. Und dann habe ich natürlich mehr wahrgenommen, als was man in einer Familienaufstellung wahrnimmt. Also dann waren die Toten direkt da oder die, ne, also die Verstorbenen, anstatt nur ein Stellvertreter oder ein Blatt, was man hingelegt hat. Und parallel habe ich halt in der Familienaufstellung meine schamanische Lehrerin kennengelernt. Und dann habe ich halt kurz danach dann bei ihr in Bad Pyrmont bei der Edith Mertensmeier eine zweijährige Ausbildung im Inka-Schamanismus gemacht. Und das war dann letztendlich so, ich habe die erste Sitzung gemacht in diesem System und das war so, ja, genauso funktioniert. Das war einfach so wie so ein Erinnern, war gar nichts Neues für mich. Und dann habe ich auch direkt, ich war ja schon selbstständig mit Familienaufstellung, habe ich dann direkt angefangen, schamanisch zu arbeiten, mit quasi, als ich noch in der Ausbildung war, weil es war letztendlich schon alles da. Und jetzt mache ich das fast 5 Jahre. Ja, sind 5 Jahre. Ja, und konnte natürlich jetzt dabei ganz viel Erfahrung sammeln und das Bild, wie alles ist, wird immer größer und ist immer faszinierender, wie die Seelenwege sind, wie alles miteinander zusammenhängt. Ne? Ich mache immer mehr Erfahrungen, lerne noch immer mehr dazu und das ist einfach ein unheimlich schöner Weg. Es erfüllt mich einfach total, dass ich halt Menschen damit helfen kann, dass ich das Gefühl habe, ich kann halt was bewegen. Ja, ich kann in dieser Welt was bewegen und verändern im Einzelnen, aber auch im Großen, weil ja jede persönliche Heilung auch immer ins Kollektivfeld fließt. Das erfüllt mich einfach sehr, 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 sehr. Total schön. Es macht so Spaß, dir zuzuhören und man kann irgendwie mit dir so richtig darin eintauchen. Total schön. Oh, danke. Wie im Detail kann man sich denn so eine schamanische Heilung vorstellen? Ich hatte ja das Glück, schon bei dir eine machen zu dürfen. Aber ich glaube, die Zuschauer würden sich freuen, wenn du das nochmal ein bisschen erklärst, was genau im Detail da passiert und vielleicht auch, was so Themen sind, an denen man arbeiten kann. Man kann eigentlich mit jedem Thema zu mir kommen, weil letztendlich hat jedes Thema einen Ursprung, ne, in unserer Seele und im energetischen Feld. Aber natürlich gibt es halt auch Menschen, es ist natürlich so, dass Menschen zu mir finden, die eine ähnliche Struktur wie ich haben oder deren Seele ähnliche Themen zu lösen hat, wie ich zu lösen habe, weil da bin ich dann natürlich Meister drin. Ne? So ein Schwerpunkt sind bei mir auf jeden Fall Beziehungsthemen jeglicher Art, sei es jetzt in Partnerschaft, Familie, ne? Oder eben auch Ahnenthemen, also Ahnenblockaden, also alles, was so die Ahnenreihe, unsere Familie in den letzten 7 Generationen betrifft, ist ein Spezialgebiet von mir, da übernommene Traumata oder Brüche zu heilen. Weiblichkeitsthemen, also alles, was mit verletzter Weiblichkeit zu tun hat, das kann sich in körperlichen Themen wie Zysten und so weiter zeigen oder Auslassen der Periode, aber auch einfach überhaupt mehr in diese weibliche Kraft zu kommen, was ja auch heutzutage ein großes Thema ist. Damit kommen viele Missbrauchsthemen, sind auch oft dabei. Ansonsten, was auch noch ein großes Thema ist, ist die eigene Berufung zu finden. Also wirklich den Mut zu haben, wirklich den eigenen Weg zu gehen und vielleicht auch in die heilerische Richtung zu gehen. Ich habe auch oft Klienten, die angehende Heiler sind oder die gerade in dem Prozess sind, sich da reinzufinden. Das sind so große Themen, aber es kommen auch manchmal ganz andere Themen, welche die einen Unfall hatten. Oder ich habe auch viele mit Autoimmunerkrankungen, da kommen auch immer mehr. Das ist auch ein großes Thema. Aber ist auch meist ein Hintergrund für, also Autoimmunerkrankungen oder jetzt endlich kann jede Krankheit eine Chance für eine Weiterentwicklung sein, gerade auf in der spirituellen und emotionalen Ebene. Genau, das mal so vorweg. Eine Heilsitzung läuft in der Regel so ab. Also erstmal, ich mache Heilsitzungen one-to-one, persönlich oder auch mit Paare, wenn gewünscht. Manchmal gibt es ja auch ein paar Themen. Heilsitzungen mit mir kann man persönlich buchen, wenn ich in Berlin bin oder auch andersort. Da kann man auch immer mal einfach mich per E-Mail anfragen, wo ich gerade bin. Und ansonsten biete ich halt auch, gerade jetzt seit Corona ist es auch sehr verstärkt geworden, biete ich auch viele Fernheilungssitzungen an, die letztendlich genauso gut funktionieren, weil der Energiekörper ist unabhängig von Ort und Zeit. Und die Heilsitzung, egal ob jetzt persönlich oder in der Ferne, läuft relativ ähnlich ab. Ja? Also das Erste ist halt immer, dass überhaupt der Klient Kontakt mit mir aufnimmt und ich biete auch immer gerne ein Erstberatungsgespräch an, wo man mit mir 20 Minuten am Telefon ungefähr so sprechen kann, Fragen stellen kann, auch gucken kann, ob es zueinander passt, ne, ob wir beide harmonieren. Und dann machen wir halt einen Termin für eine Sitzung aus. Und
Für die Sitzung braucht man weiter eigentlich nichts vorbereiten, außer dass man so guckt, ne, was ist das Thema und sich vielleicht auch schon mal so ein bisschen beobachtet, was ist so da. Manche haben es ganz klar, manche haben es nicht so sehr klar, ist aber auch nicht so schlimm. Man muss zum Beispiel nicht wissen, woher eine Blockade kommt, weil dafür bin ich ja da, das mit rauszufinden. Ne? Und es können auch immer mehrere Themen sein, mit denen man kommt, die zusammenhängen, weil letztendlich ist ja unser ganzes Energiefeld vernetzt. Also man muss das nicht zum Beispiel wie bei einer Familienaufstellung auf eine Sache reduzieren. Dann öffne ich als erstes immer den heiligen Raum. Das heißt, ich rufe die Himmelsrichtungen, Süden, Westen, Norden, Osten, Mutter Erde und den großen Geist oder die Quelle, wie man es auch immer nennen möchte. Und schaffe damit sozusagen einen heiligen und sicheren Raum, in der dann auch schon mal die Seele so langsam einsinken kann, wo man so mehr zur Ruhe kommt. Dann kann der Klient oder die Klientin mir ein Thema mitteilen und sucht sich und zu dem Thema oder zu dem, was an dem Tag bearbeitet werden soll, kann man sich dann Steine aus meiner Mesa aussuchen. Also ich habe sozusagen eine Mesa, das ist mein mobiler Altar, mit dem ich damals in meiner Ausbildung eingeweiht wurde. Da sind 13 Steine drin, die sozusagen nochmal ein Verstärker meiner eigenen Kraft sind. Und später dann auf den Körper oder auf die Chakren aufgelegt werden, um dort und mir quasi helfen, da nochmal schwere Energien zu transformieren. Die sind einfach nochmal ein Unterstützer. Und dann sucht man sich halt eben Steine aus. Ich nenne dann immer eine Zahl, die kommt dann einfach. Die kann man sich dann in die Hand nehmen oder ich verbinde die dann, wenn es eine Fernsitzung ist, mit dem Klienten so energetisch. Und dann kann man mir erzählen, um was es geht. Und dabei kann man so viel teilen, wie man möchte, weil letztendlich die Seele weiß schon, worum es geht. Ja, also ich hatte auch schon Klienten, die haben gar nichts gesagt. Die haben einfach ihr Thema in die Steine gepustet und dann habe ich damit so gearbeitet und am Ende zusammengefasst und dann hat es gepasst. Ne? Aber oft ist es auch so, dass man ja was loswerden möchte, dass man was teilen möchte. Und manchmal fließen da auch schon ganz viele Tränen, wenn man schon mal was aussprechen kann. Und es gibt ja auch Menschen, die bisher noch mit niemandem davor drüber gesprochen haben, ja. Und dann kann das immer schon ganz erleichternd sein. Und ich habe natürlich auch die Fähigkeit, so ich bin ja sehr hellfühlig, da auch sehr tief mitzufühlen und dadurch halt eben so einen Raum zu bilden, in dem sich dann einfach auch schon manchmal durchs Zuhören ganz viel lösen kann. Und wenn wir das Thema eingefangen haben, dann legt sich der Klient hin und das kann halt zu Hause auf dem Sofa sein oder eben bei mir in der Praxis auf der Liege. Und dann ist es so, wenn es bei der Fernheilung ist, ziehe ich den Energiekörper zu mir rüber, wo ich arbeite und fixiere den hier bei mir auf dem Boden mit 7 Steinen. Und dann habe ich den Energiekörper da und bleibe mit dem Klienten über Telefon in Verbindung. Und ansonsten arbeite ich mit dem Klienten direkt und dann ist es letztendlich das Gleiche. Ich lege die Steine auf und dann, die dann schon mal helfen, die Energien zu transformieren und dann fange ich an, persönlich das Energiefeld zu scannen. Ja, ich gucke, was ist auf der biografischen Ebene an Blockaden da. Also alles, was von Zeugung, Geburt an bis jetzt uns blockiert, wo Dinge nicht verdaut wurden, wo Gefühle abgespalten wurden, ne? Und daraufhin starre Strukturen entstanden sind. Ich gucke, was kommt aus der Ahnenebene, also was hat man für Traumata von Mutter, Vater, Großmutter, Großvater, sind meist die wichtigsten, aber auch von weiter weg mit übernommen. Dann gucke ich eben auf der karmischen Ebene, was von da noch mitgebracht wird und was von der karmischen Ebene kommt, sollte man auch nicht unterschätzen. Also auch wenn das vielleicht für viele noch ein bisschen fremd ist, aber viele Themen hat unsere Seele schon viele Leben mit bei und das ist manchmal sehr erstaunlich, auch was sich ändern kann, wenn ein karmisches Thema aufgelöst wird. Und dann gucke ich natürlich noch auf der kosmischen Ebene, weil wir sind ja auch nicht nur hier auf der Erde, wir sind ja mit allem verbunden. Und dann habe ich eben verschiedene Techniken, halt eben die verschiedenen Blockadenthemen zu lösen. Manchmal sind es ja Gelübde oder Gelübde, Schwüre, die man gemacht hat, noch Verstrickungen eben mit verschiedenen Menschen, wo man Seelenanteile übernommen hat. Und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, die Energien an richtigen Platz zu bringen, festgefahrene Strukturen im Energiekörper zu lösen, die uns ja an bestimmte emotionale Denk- und Verhaltensmuster eben binden, diese Strukturen zu lockern, dass die Energie wieder frei fließen kann. Und dann eben auch, wenn Fremdenergien rausgelöst wurden, bringe ich dann halt die eigene Seele rein, weil darum geht es ja, dass wir wieder ganz werden, dass wir heil werden, dass unsere Seelenanteile reinkommen. Und daher geht es immer zuerst um ein Clearing, alles rauszulösen, was nicht unserer Seelenessenz entspricht und dann die eigene Seele reinzuholen und uns zurück zu verbinden mit Mutter Erde und mit dem Kosmos und mit der höchsten Quelle.
Das ist dann halt sozusagen die Arbeit. Und zum Schluss gibt es immer ein Abschlussgespräch, wo ich nochmal alles zusammenfasse, was ich so gemacht habe und auch mit auf den Weg gebe, woran man arbeiten kann. Also weil Heilung ist ja auch ein schrittweise Prozess und auch eben ein Bewusstwerdungsprozess, damit man auch mit den Themen weitergehen kann und auch da selbst reflektieren kann, was sich verändert oder auch dann den Weg auch eigenständig weitergehen kann. Ne? Das ist ja immer wichtig, ist ja auch nur eine Hilfe zur Selbsthilfe, was ich gebe. Jeder hat ja die Eigenmacht, damit mit sich zu arbeiten und auch eben die Verantwortung. Ja, mega spannend. Ich danke dir. Ich erinnere mich auch noch an meine Sitzung. Ich hatte ja auch ein bestimmtes Thema, weswegen ich zu dir gekommen bin, meine Gesundheit. Das, was sozusagen aber in dem Prozess dann hochgekommen ist und sich gezeigt hat, was wir dann auch im Abschlussgespräch besprochen haben, war tatsächlich auch, erinnerst du dich vielleicht noch, waren ja auch Themen, wo ich nie dran gedacht hätte, dass das irgendwie damit zu tun hätte und irgendwie in meinem Körper oder in meiner Seele sich irgendwie so manifestiert hat, dass es sich dann letztendlich auf körperlicher Ebene wieder zeigt. Das finde ich ganz spannend. Eine Frage kam mir noch. Ich finde im Schamanismus so spannend, dass man ja tatsächlich die Unterwelt sozusagen, die mittlere Welt, die obere Welt, dass man mit diesen drei Welten arbeitet. Das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, viele von den Zuhörern, die christlich geprägt sind, kennen halt so das Prinzip Himmel und Hölle oder Himmel und Unterwelt. Und dachten sich vielleicht so ein bisschen, okay, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgefahren oder scary. Könntest du dazu, zu den drei Welten vielleicht nochmal was sagen, warum die für uns so wichtig ist und warum Schamanen in diesen drei Welten reisen, um zu heilen oder um Antworten zu finden? Also ja, es geht auf jeden Fall nicht um Himmel und Hölle, obwohl man, glaube ich, die Unterwelt vielleicht manchmal persönlich, wenn man nicht im Reinen ist, als Hölle erleben kann. Also für mich ist es halt, um das greifbar zu machen, die Unterwelt ist das Unbewusste, ja, oder das Unterbewusste, ja. Also wenn ich für einen Klienten in die Unterwelt reise, dann ist es so, also ich kann da einem bestimmten System folgen, das kann aber auch eben für jeden Schamanen auch ein bisschen anders aussehen. Das ist zum Beispiel so, ich gehe dann in die Kammer der Wunden, ja, da sieht man dann so Verletzungen, Verletzungen aus verschiedenen Leben, man sieht so verschiedene Schmerzbilder, man fühlt da verschiedene Gefühle, ja. Dann fange ich halt an, in dieser Kammer zu reinigen, ja, und das mache ich geistig, aber auch parallel auf der energetischen Ebene, also dass ich mit einem Kristall sozusagen dann das Chakra reinige, während ich in dieser Kammer bin. Ja, dann gehe ich danach in die Kammer der Verträge, ja. Das sind halt sozusagen, wo unsere ganzen Glaubenssätze und Seelenverträge abgespeichert sind, die man eben aufgrund verschiedener Verletzungen verbildet, ja. Und dann gehe ich danach in die Kammer der Gaben, wo ich Seelenanteile finde. Ja, das sind halt im Prinzip dann die abgespaltenen Ressourcen, die ich dann wieder hochhole. Ja, und dementsprechend repräsentiert die Unterwelt einfach das und alle abgespaltenen Gefühle. Ja, alle daraufhin unbewusst ausgebildeten Glaubenssätze. Und sie beinhaltet auch Schätze, ja, also, weil immer wenn wir Gefühle abspalten, sei es durch ein Schocktraumata oder über längere Zeit, weil einfach bestimmte Eigenschaften von uns nicht erwünscht sind, ja, und wir das einfach nicht halten können, spalten wir auch immer damit Ressourcen ab, ja, entweder wir spalten reine Lebensenergie und Kraft ab, wir spalten Mut ab oder wir spalten Kreativität ab, ja, und das, wenn wir was abspalten, ist es aber auch so, dass wir dann halt einen Abwehrmechanismus bilden. Ne? Also wenn wir halt Trauer nicht nehmen können, dann bilden wir halt einen Abwehrmechanismus, der sozusagen verhindert, dass wir das halt wieder erleben. Ja? Also wenn wir halt was abspalten, sozusagen das, was der Schamane als Seelenanteile bezeichnet, die abgespalten sind, das würde man in der Psychologie als Trauma bezeichnen. Ja? Oder, ne? Also letztendlich ist auch schamanische Arbeit immer Traumaarbeit. Es wird zwar nicht so benannt, aber es ist letztendlich so, ja, und als Schamane arbeite ich mich quasi dadurch eben diese Traumata sozusagen aufzulösen, indem ich das Energiefeld von den angestauten Emotionen und den festgefahrenen Strukturen sozusagen
löse, indem ich die Glaubenssätze auflöse und dann die Seelenanteile zurückhole. Aber das ist halt auch eine sehr behutsame Arbeit, ne? Und das geht auch viel mit und ist auch eine sehr emotionale Arbeit. Also das kann auch sein, dass dann einfach Tränen hochkommen, dass nochmal Schmerz hochkommt, weil halt gerade biografische Sachen, da geht es halt darum, das einfach dann auch nochmal ein Stück weit zu fühlen. Aber ich begleite den Prozess eben so, dass das halt nicht so überwältigend ist, ne? Und ich nehme vielleicht dann auch vorher die ganzen Ahnen, die dann sozusagen, wenn man Verlust erlebt hat als Kind, ja, und den nicht verarbeiten kann, dann nimmt man und was abspaltet, dann kommen in der Regel dann auch immer gleich alle Seelenanteile von den Ahnen rein, die auch einen Verlust erlebt haben. Und dann hat man in seinem System den Verlust von drei Menschen abgespeichert, aber man muss ja nur den eigenen Verlust betrauern. Da geht es darum, das rauszunehmen, ne, und dann halt eben quasi das eigene zu fühlen. Und das sind so zum Beispiel Beispiele, die Unterwelt repräsentieren, ja. Für die obere Welt, das ist halt eben, das wird ja dann immer höher schwingender und immer feiner, ja. Da kann man sich halt eben Hilfe holen, ne? Also da kann man halt die verschiedenen Ebenen bereisen, sich direkt Hilfe holen. Oder bei mir ist es eher so, dass ich einfach direkt die Spirits durch mich durchfließen und ich mit denen arbeite, ja. Da kommen halt die Spirits, die gerade wichtig sind oder auch die den Klienten begleiten. Und da kommen einfach verschiedene Frequenzen durch mich durch, mit denen ich dann arbeiten kann. Oder es kommen halt auch manchmal eben auch gerade heutzutage immer mehr höhere Bewusstseinsanteile rein, ja, wo wir jetzt wieder mehr Zugang haben. Und dann eben halt diese Intuition oder die göttliche Führung, wie man es, ne, so, oder eben auch diese bedingungslose Liebe, die wir spüren können. Das sind so auch für mich so Anteile, die man aus der oberen Welt dann so reinziehen kann. Und dann hatten wir noch die mittlere Welt, oder nennt man es doch mittlere Welt? Doch, die mittlere Welt. Ja, das ist die mittlere Welt, dass wir sind ja sozusagen hier mit unserem Tagesbewusstsein in der mittleren Welt, aber trotzdem ist ja eine nicht sichtbare Ebene da. Ja, also alles, also es ist ja nicht so, dass alles nur einfach Materie ist, es ist ja alles beseelt und alles kommuniziert miteinander, alles ist ein Austausch, ja. Oder also allein, wenn man Menschen sieht, die miteinander agieren, dann könnte man ja auch, also da kann man, wenn man das schamanische Sehen öffnet, auch sehen, wie da Energien fließen, ne, wie was verbunden ist, oder wenn einer wütend ist, wie er dann Energie zu dem anderen, an den er da denkt, drüber schickt. Ne? Das ist halt eher so die mittlere Welt. Oder man kann natürlich auch in der mittleren Welt gibt es halt auch verschiedene Räume, die man besuchen kann als Schamane, zum Beispiel einen Seelengarten oder so, den man sich anlegt, wo man sich drin ausruhen kann oder so, wo man, ne? Also, aber ich arbeite hauptsächlich, also bei mir, ich arbeite hauptsächlich mit den Themen, die aus der Unterwelt kommen, ne? Weil meine Spezialität ist halt einfach alles Verdrängte, alles aufzuspüren, was nicht gesehen, gefühlt wurde, was uns noch daran hindert, immer mehr in die Größe und in die Freiheit zu kommen und in die Rückanwendung zu kommen. Spannend. Ich finde, es beschreibt nochmal so schön, dass wirklich alles in diesem Universum miteinander verbunden ist, vor allem wenn es Leute gibt wie dich, die einfach auch die Fähigkeit haben, das zu sehen, zu erkennen und damit zu arbeiten und ja, das Leuten zur Verfügung stellen, sich damit zu heilen mit diesem Wissen oder sich einfach zu helfen, vor allem von Traumata zu befreien, die man ja meistens wirklich schon seit seiner Kindheit mit sich herumträgt. Ja. Welche Frage sich jetzt mir gestellt hat, kann man das mit Worten nochmal so ein bisschen genauer abgrenzen? Okay, wo ist vielleicht die Grenze von dem klassischen psychologischen Ansatz und wo greift dann Schamanismus? Also wo kann Schamanismus sozusagen noch so viel mehr unterstützen? Kann man das irgendwie greifbar machen? Mhm. Der Psychologe, der klassische Psychologe, also der hat zumindest ein ähnliches Modell, sag ich mal, oder kommt drauf an, wie er arbeitet, ne? Also wenn er jetzt ein Traumatherapeut ist, geht er auch davon aus, dass es ein Unterbewusstsein und ein Tagesbewusstsein und ein Überbewusstsein gibt. Oder arbeitet auf jeden Fall mit dem, versucht auf jeden Fall eben auch Sachen aus der Vergangenheit hochzuholen, zu bearbeiten und zu klären. Aber oft findet das ja nur auf der mentalen Ebene statt, ne? Also die klassische Psychotherapie ist ja so, dass man einfach nur drüber redet. Und das, denke ich, ist oft schon ein ganz wichtiger Schritt, überhaupt erstmal sich selbst zuzuwenden. Aber mit Sprechen und Erkennen ist es halt nicht getan. Erkennen ist das eine, aber Lösen ist das andere, ne? Also ich kann ja wissen, dass ich ein Problem mit meiner Mutter und meinem Vater hatte.
Aber es auf der seelischen Ebene ist es dann nicht gelöst. Auf der energetischen Ebene ist das immer noch abgespeichert. Und dann ist es oft so, dass man halt einfach nur so ein Problembewusstsein bekommt, aber es halt eben nicht in der Tiefe gelöst wird. Die schamanische Arbeit bezieht halt einfach alle Ebenen mit ein. Ja, und geht an die Urwurzel. Es geht einfach auf die energetische, seelische Ebene. Ja, also, und also wir sind ja sozusagen Seelen, die sich verkörpern, ja, und die Seele ist Energie und möchte sich durch Emotionen erfahren, ja. Und alle Emotionen und Emotionen sind auch wieder Energie, ja. Also letztendlich ist unsere Basis ist Energie, Seele und die Erfahrung durchs Gefühl, ja, und da muss man halt, da finde ich, da ist der Punkt halt eben anzusetzen, und der Schamanismus bietet einfach verschiedene Werkzeuge, eben genau dort zu arbeiten, und deshalb ist es auch so machtvoll. Und der Unterschied, der auch noch im Schamanismus besteht, ist, dass, also so wie ich ihn für mich verstehe und praktiziere, ist, den Menschen in seine eigene Kraft, in seine eigene Macht und in seine eigene Selbstverantwortung zu bringen und in die eigene Schöpferkraft. Ja, und nicht in ein Abhängigkeitssystem zu halten oder mich zu sehen, als ich bin jetzt die Große, die dem Kleinen hilft. Ja, das ist einfach nur, das ist auch immer und das ist auch im Schamanismus anders. Wir arbeiten immer beide zusammen. Ich arbeite mit dem Klienten zusammen. Es ist eine Zusammenarbeit, ja. Also, wo wir uns in der Mitte treffen. Und das ist ja in der Psychotherapie ganz anders. Ja, und ich habe viele Klienten, die vorher Psychotherapie gemacht haben und dann an ihre Grenzen kommen und dann eben sich halt eben der Energiearbeit und zuwenden, weil sie einfach merken, dann bestimmte Themen kann man eben auf der mentalen Ebene nicht lösen. Ne? Ich finde, das hast du so schön gesagt, das ist auch das, was ich immer sage, dass man erstmal auch Verantwortung für sich selber und für seinen Heilungsprozess oder für seine Heilreise übernehmen muss und für seine Traumata, um sie zu lösen. Weil das, wie gesagt, nichts ist, was jemand anderes für einen lösen kann, selbst wenn man sich in Behandlung begibt bei einem Psychologen oder sich für eine andere Therapieform entscheidet, dass letztendlich man immer selbst dafür verantwortlich ist. Und deswegen gefällt mir der Schamanismus auch so gut, weil, wie du sagst, gibt es einfach den Menschen, es unterstützt die Menschen dabei, sozusagen in ihren Heilungsprozess zu kommen und Verantwortung zu übernehmen. Und genau, macht einfach Themen wieder sichtbar, die vielleicht einfach vergessen bzw. verdrängt wurden, sodass man damit dann weiterarbeiten kann. Und das finde ich irgendwie so schön daran. Weißt du vielleicht, warum dieses Wissen so verloren gegangen ist? Auch das Wissen der Schamanen oder, ja genau, warum? Jetzt merkt man ja, dass es wieder so einen Aufschwung gibt. Viele Leute sind aufgeschlossen, viele Leute glauben nicht nur daran, sondern wissen einfach, okay, das ist eine Arbeit, das ist eine wirklich reelle Sache und das kann mir helfen, genau. Und ich habe das Gefühl, dass sehr viele Leute aufwachen und auch Antworten suchen, genau, vor allem bei Spirits und Schamanen. Kannst du irgendwie sagen, warum das irgendwie so viele Jahre unter den Teppich gekehrt wurde oder einfach vergessen wurde? Okay, also ja, ich kann meine persönliche Meinung dazu. Also ich glaube, dass es zum einen vom ganz großen Bild her notwendig war für unsere Seelenerfahrung, die wir hier machen wollten, dass wir sozusagen vergessen haben, was wir sind und wer wir eigentlich sind. Also wir sind ja nicht menschliche Wesen, die eine spirituelle Erfahrung machen. Wir sind ja eigentlich spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Ja. Ja, das stimmt. Das finde ich super ausgedrückt. Und dementsprechend war das halt einfach notwendig. Und da haben natürlich verschiedene Institutionen natürlich auch und Menschen Rollen dafür übernommen, um diese Erfahrung zu ermöglichen. Ja. Und eine große Rolle hat natürlich da die Kirche gespielt, das Christentum, hier in unseren Breitengraden, die halt quasi, ne, die Kirche besagt ja auch, Gott ist außen und Gott ist nicht in uns, sondern, ne, also die hat ja auch, und die hat auch dieses und mit der Zeit dieses Konstrukt entworfen. Da gibt es, dass man bestraft, also dieses Konzept der Strafe und der Schuld, das finde ich ja, das ist ja, ja, das ist ja sehr niedrig, ja. Oder ja, niedrig schwingt, sag ich mal. Also
Also, und eben das hat uns halt weggebracht. Da gibt es einen Gott da draußen und wir sind die kleinen Menschen, die da uns an die Gebote halten müssen und wir müssen artig und brav sein. Ne? Und das hat ja letztendlich, also das hat dazu geführt, da ist zum Beispiel auch das Thema Taufe, was da drin ist. Ne? Also so mit diesem Taufe, da kann halt auch das dritte Auge, das Herz, ne, mit diesem Kreuz werden halt diese Zentren auch verschlossen eben nach der Geburt. Und wenn man das dritte Auge nicht offen ist, dann kann man auch nicht seine Bestimmung folgen. Ja, dann ist man halt auch eher abhängig von Institutionen. Das ist natürlich eine Sache, die Kirche, das hat sich ja über die Zeit so entwickelt. Ne? Da gibt es ja auch die ursprünglichen Lehren, das ursprüngliche christliche Lehre, die war ja ganz rein und die wurde dann von der Institution Kirche sozusagen verfälscht. Und das ist halt Stück für Stück. Und wir haben alle da mitgemacht, ja, das muss man auch mal sagen. Also wir waren alle mal auf jeder Seite, auf der Opfer- und Täterseite, weil wir ja alle Erfahrung machen wollten. Das haben wir als kollektives gestaltet, ne? Aber es ist halt schon so gewesen, dass halt gerade die Inquisitionszeit war dann halt schon eine ganz schlimme Zeit. Ne? Also ich sehe das ja auch oft, wenn ich mit karmischen Themen arbeite, gerade Heiler und so, die haben da ganz viele Wunden oder auch eben auch, also gerade Frauen, ne, oder da kommen ganz viele mit diesen Wunden, wo man verbrannt, ertränkt wurde, bloß weil man mit Kräutern gearbeitet hat und so. Ne? Und da spiegelt sich auch aber auch was drinne wieder. Wir haben ja jetzt eine sehr lange Zeit gehabt, wo die männliche Energie mehr im Vordergrund stand, ja. Und die weibliche Energie quasi sehr unterdrückt war in uns allen, nicht nur in uns Frauen, auch in den Männern, ja. Und das spiegelt sich natürlich, dass dieses ganze Wissen, was in der, oder diese ganzen Anteile, die in der Inquisition unterdrückt wurden, war ja letztendlich das weibliche Wissen und die weibliche Natur, ja. Obwohl ich glaube, dass die Spaltung von männlich und weiblich schon viel früher angefangen hat. Ne? Also das hat da jetzt letztendlich, glaube ich, einfach nur seinen Höhepunkt gefunden und kam dann nochmal quasi so mit dem Zweiten Weltkrieg wurden auch nochmal ganz viele Sachen ausgelöscht. Sag ich mal, aber dadurch wurden halt einfach die Wurzeln unterbrochen. Ne? Also wir haben einfach komplett die Anbindung verloren. Wir haben diese Anbindung an die Erde verloren. Wir haben dieses, also energetisch komplett nach oben und unten abgeschnitten zum Kosmos, nach unten zur Erde. Wir haben uns als Menschen entfremdet von der Natur. Ja, und dann mit der Industrialisierung und so weiter hat das immer mehr seinen Lauf genommen, dass wir die Natur kontrollieren können. Also es war einfach so eine Stück-für-Stück-Entwicklung, dass wir uns bis hin jetzt zu bis so diesen Höhepunkt ganz rational, alles wird technisiert, ja, alles läuft nur noch digital ab und alles auf roheste Form reduziert, für manche ist ja oder. Aber das ist so der Höhepunkt und wir sind jetzt einfach an einem Punkt angekommen, wo das nicht mehr so geht, ja, wo wir einfach spüren, ne, also auch das zeigt sich ja auch durch die Abgeschnittenheit, haben Menschen so viele Krankheiten und so und wir sehen es ja auch, die Natur ist zerstört. Wir haben jetzt die große verschiedene Krisen, die natürlich auch eine Riesenchance jetzt eben ist, ne, Sachen zu wandeln. Und ich glaube, das musste alles so kommen, dass wir uns jetzt eben rückerinnern. Und deshalb suchen jetzt auch so viele Menschen. Und das ist jetzt auch eben die Zeitqualität, wo das auch wieder erwachen kann. Ja, Wahnsinn. Das ist so ein Riesengeschichtsabriss, mal ja. Kurz zusammengefasst. Ja, genau. Ich merke total, dass du wirklich diese Themen von einer anderen Ebene einschätzen oder beobachten kannst, eben durch deine Arbeit, und durch deine Fähigkeit sozusagen zu reisen zwischen den Welten, merkt man das total, dass du das von einer ganz anderen Ebene beurteilen kannst und jetzt für uns einfach so kurz zusammenfassen kannst. Richtig cool. Und eine Sache ist bei mir besonders hängen geblieben, weil ich das letztens auch mit einer Yogaschülerin besprochen habe, und zwar die Taufe, bei der man mit dem Wasser geweiht wird. So nennt man das, glaube ich. Ich bin nicht getauft, deswegen. Ja, ich auch nicht. Entschuldigung, ich da die falschen Worte finde. Genau das kenne ich nämlich auch, dass das dritte Auge verschlossen wird. Gibt es da vielleicht so eine Art Alltagsschamanismus, den wir den Leuten mit an die Hand geben können, dass man vielleicht so ein kleines Ritual oder vielleicht eine kleine Meditation oder sowas in der Art, dass man diese Blockade auflösen kann?
wenn man getauft wurde? Also gut, das kommt drauf an, wie viel man schon an sich gearbeitet hat. Also, weil an diesem Kirchenthema, da hängt halt relativ viel dran, ne? Also da hängt die Unterdrückung der Weiblichkeit dran. Da hängt dran, dass wir uns überhaupt die Trennung von männlich und weiblich, die Trennung von dem Göttlichen, hängt drin die Unterdrückung von Sexualität, da hängen Schuldthemen drin, Lustverbot, Freudeverbot. Also da steckt ganz viel drin. Das ist ein riesen Themenkomplex, der manchmal mit dem Auflösen dieser Sachen einhergehen kann, besonders wenn man da ein großes Thema mit hat. Ja, also das kann sein, dass man, um das ganze Thema in sich zu lösen, da schon ein bisschen mehr machen muss. Ja? Also wenn ich zum Beispiel in Heilsitzungen das auflöse, dann hängt da meist auch ein tieferer Themenblock zu dem Thema mit dran, der natürlich eine ganz persönliche Geschichte eingewebt ist. Ne? Aber man kann natürlich was ich vielleicht machen würde, ist, man kann halt einfach sein höheres Selbst bitten, ja, also sozusagen der Seelenanteil von uns selbst, der in den höheren Sphären sitzt und der mit uns hier verbunden ist und uns führt, den einfach zu bitten, uns zu führen, das aufzulösen, ja, also dass man einfach um Führung bittet, dass man einfach an die richtigen Gelegenheiten kommt und dass man halt auch einfach und dass man das dritte Auge auch reinigt, das kann man auch machen, ne? Dass man einfach entgegen den Uhrzeigersinn sozusagen das dritte Auge häufiger reinigt, einfach bittet, dass eben diese Prägung gelöst wird und man mit dieser Intention da sozusagen reingeht und dass man parallel eben guckt, was habe ich denn für Glaubenssätze, die aus dem Katholischen oder eben aus dem Kirchlichen kommen, was habe ich denn für Verhaltensmuster, was habe ich für Weltanschauungen, die damit verbunden sind, was unterdrücke ich vielleicht, und das ist ja manchmal ganz, ganz versteckt, ne? Oder auch eben diese ganzen Rollenbilder, die da dran hängen, also wie Mann und Frau, Ehe und so, das kommt ja auch noch alles dazu, ne? Also da eben zu gucken, wie das mich beeinflusst, ja, und damit eben zu arbeiten. Und da kann man natürlich selber einfach gucken und dann natürlich hat ja jeder selbst eine Kraft und eine Macht und manch einer schafft das vielleicht auch ganz alleine aufzulösen. Also, aber es ist halt keine kleine Sache. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Aber ich glaube, ich finde es ganz schön, dass du gesagt hast, dass jeder selbst ja auch eine gewisse Kraft hat und vor allem hat jeder von uns selbst ja auch den freien Willen, was ich auch immer versuche, jedem hier immer mitzugeben, dass jeder den freien Willen hat, sich für Dinge zu entscheiden, genau, vor allem wenn es darum geht, irgendwie auf energetischer Ebene oder seelischer Ebene an sich zu arbeiten. Und wolltest du noch was ergänzen? Genau, also weil du gerade freien Willen sagst, weil du gerade freier Willen sagst, ja, wir haben alle einen freien Willen und halt, und da kommt mir halt einfach gerade nur so, ne, das Thema Fremdenergien. Es gibt ja so eine Definition, was sind Fremdenergien? Ich habe immer gesagt, alles, was nicht der Seelenessenz entspricht. Eine andere Definition, die es dazu auch gibt, ist alles, was gegen unseren freien Willen handelt. Ja, also manchmal kann es natürlich sein, dass das ist eigentlich auch der Grund, wenn jemand zum Schamanen kommt, wenn einfach da so starke Belastungen sind, dass man einfach sich gar nicht mehr selber helfen kann. Ja, also manchmal sind Fremdenergien und so stark am Wirken, dass es einfach nicht geht. Das ist auch ein Moment, wo ich mir Hilfe hole. Es gibt einfach auch, obwohl ich viel Erfahrung habe und viel mit mir selber lösen kann, gibt Momente, wo ich auch von anderen Unterstützung brauche, weil da einfach noch ein starker Widerstand ist. Und also daher kann es sein, deswegen sage ich, manch einer kann das alleine lösen und manch einer, wenn er merkt, er kommt da nicht weiter, kann er sich natürlich auch Hilfe holen. So ist es mit allen Themen, ne? Also jetzt nicht nur mit der Taufe. Was ich auch gemerkt habe in unserer Sitzung, dass es natürlich auch teilweise sehr harte und super emotionale Themen sind, die da hochkommen, mit denen man halt vorher auch überhaupt nicht gerechnet hat. Und für mich dann auch total die Sicherheit ist und war, dass du dabei bist und man einfach nicht alleingelassen ist damit. Weil ich glaube, wenn man Rituale startet und vielleicht selber versucht, daran zu arbeiten, weiß man ja wirklich manchmal nicht, okay, was steckt da irgendwo, was kommt da hoch, genau. Und eben man dann sozusagen zu übermannt damit ist, ist es, glaube ich, immer eine ganz gute Idee, sich einfach Hilfe zu suchen bei jemandem, der sich damit auskennt. Ja, oder auch einfach, dass man halt Unterstützung einfach braucht. Aber manchmal müssen Dinge einfach auch bezeugt werden oder jemand anders muss einfach den Raum halten. Das kann auch schon reichen. Mhm. Ich glaube gar nicht unbedingt so, dass man dann so übermannt ist, wenn man mit einfach vorsichtig damit arbeitet.
Das würde mir vielleicht eher mit einer Kundalini-Yoga-Sitzung passieren. Wenn man da zu früh in Kundalini-Yoga und irgendwelche Drehungen gibt, dann kann man schon mal übermannt sein. Aber man jetzt so sein Energiefeld einfach sanft reinigt und um Unterstützung bittet, ich glaube, das geht schon. Das kann bloß einfach sein, dass man einfach an der Stelle nicht weiterkommt, wenn man einfach, wenn man da noch sehr starke Besetzung hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel auch, wenn man jetzt zum Beispiel auch aus einer katholischen Familie kommt und da so geprägt ist und dann vielleicht noch im Vorleben Priester war oder so, dann, also wenn man da schon so, ne, und da noch irgendwelche Gelübde und so abgelegt hat, dann kann das halt schwer sein, dass man da, ne, dass man da vielleicht Unterstützung braucht. Ja, und gerade bei schwierigen emotionalen Themen, also da ist es ist immer gut, wenn jemand da ist, der einen auch halten kann, ne? Genau. Bietest du denn grundsätzlich auch sozusagen Reisen in die vergangenen Leben an, die man hatte? Oder machst du das nur als Bestandteil deiner Seelenarbeit, die du eh machst? Nein, ich biete das nicht extra an. Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen, also ich bin kein Fan davon, dass man halt guckt, auch wer war ich denn jetzt im Vorleben? Ja, weil das, also einfach nur um zu gucken, wer man war und festzustellen, ich war jetzt mal eine Königin und dann, oder ich war mal ein Ritter, um sich dann damit zu identifizieren, darum geht es nicht, ne? Oder das damit so das Ego ein bisschen aufzubühnen, ich war ja mal das und das. Klar kann man, ist es gut, wenn man daraus auch die Fähigkeiten, die man damals erworben hat, auch in diesem Leben nutzen kann, ja. Aber letztendlich geht es darum, in früheren Leben, also wenn ich in frühere Leben auch in der Sitzung gehe, ich gucke nicht im Detail, wie sah das Leben aus und wie ist das geschmückt, wie jetzt in so einer Rückführungstherapie, sondern ich gucke nach der Dynamik, die da drin versteckt ist. Ja, also was ist die Dynamik, was ist das unerlöste Seelenthema oder was eben die Dynamik zwischen zwei Menschen oder ging es um einen Verlust oder so, was konnte ich nicht fühlen, ja, in dem Vorleben, was habe ich quasi unerlöst gelassen, ging es um eine Schuld, die nicht beglichen ist oder so und gucke halt, was ist für eine Dynamik da, um dann zu sehen, wie sie sich auch in diesem Leben auswirkt, ja. Also die Verbindung herzustellen, dem Klienten auch, dass die Verbindung hergestellt wird, wie beeinflusst mich das in diesem Leben? Und dann gehe ich in das Vorleben quasi, um halt dort sozusagen die Ursache aufzuspüren. Und dann ist es halt in der Regel so, und das ist jetzt das Spannende, ist das halt eben, dass dann halt diese Seelenanteile, die aus Vorleben, ja, also wenn ich ein unerlöstes Vorleben hatte, also wo ich damals quasi nicht ins Licht gegangen bin, weil ich ein Thema nicht aufgelöst habe oder bestimmte Seelenanteile von mir damals nicht ins Licht gehen konnten, weil da eben noch ein unerlöster Konflikt ist, dann nehme ich den in ein anderes Leben mit. Ja, das muss nicht unbedingt das nächste sein, aber ich nehme den mit. Ich nehme das mit, dieses unerlöste Thema. Und dann aktiviert sich dieses Thema in mir, in diesem Leben, ja. Und es kann manchmal sein, manchmal ist es schon von Geburt an da, dass manches kommt, zeigt sich erst mit 20, 30. Auf einmal habe ich ein Thema auf dem Schirm, was ich auch, ne, das ist auch so ein Zeichen, dass was Karmisches aktiv wird, oft, wenn man auf einmal so ein Thema aufploppt, womit man vorher nie was hatte. Also dann aktiviert sich da was und dann ist es so, dass dieser Seelenanteil, der damals nicht ins Licht gegangen ist, der ist in unserem Körper aktiv. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob der die ganze Zeit da inaktiv schlummert oder in dem Moment dann quasi zu uns kommt, wo das Thema bearbeitet werden soll. Aber es ist dann so, dass ich quasi diese Seelenanteile, damals nicht ins Licht gegangen bin, den eigenen und vielleicht sogar mit dem man eine Verstrickung oder einen Streit hatte, dass diese Seelenanteile in dem eigenen Energiekörper festsetzen. Und es ist dann quasi eine karmische Besetzung. Ja, also das heißt, weil es entspricht ja nicht der Seelenessenz dieses Lebens mit dieser Aufgabe. Ja, und dann muss quasi, dann gucke ich das Thema an, wir bezeugen das Thema, ja, gefühlsmäßig, ich reinige die energetischen Strukturen und dann gehen diese Seelenanteile, die schwingen sich dann quasi auf und gehen ganz oft, das merkt man dann, gehen halt dann durchs Kronchakra quasi sozusagen in die höheren Ebenen und dann zu unserem höheren Selbst und werden da als Lebenserfahrung, als ganze Lebenserfahrung abgespeichert und dann steht uns dieses Wissen komplett zur Verfügung. Und wenn man jetzt nur eine Seelenreise macht, dann passiert das nicht. Ja, dann ist meistens dieser Seelenanteil trotzdem, ja, dann habe ich halt wieder so ein Problembewusstsein oder ich habe was gefüttert für ein Mind. Aber meistens muss dann halt einfach auch diese energetische Arbeit dazu stattfinden. Ja, das ist halt spannend. Ist meine Erfahrung. Ich war auch früher mal in der Rückführungstherapie, das habe ich dann später da hatte ich es dann auf dem Schirm, aber energetisch bearbeitet habe ich es dann später selbst, ne? Weil es geht immer darum, die Ebene mit einzubeziehen und dann reise ich halt in der Sitzung selbst darunter, aber ich erzähle dem Klienten dann kurz, was da war oder um was, welches Thema es sozusagen geht, ne?
Und ich löse auch in einer Sitzung meist dann Sachen aus mehreren Vorleben, weil dann gibt es meist 3, 4 Vorleben, die das Ähnliche hatten. Und ich gehe in jeder Sitzung auch immer durch die biografische, familiäre, karmische und kosmische Ebene. Ja, oder mindestens durch, die kosmische ist nicht immer drin, aber durch die 3 Ebenen gehe ich immer, und weil die sich ja auch teilweise, meistens ist jedes Thema auch auf 2 Ebenen da. Und dann, um halt alle Themen in einer Sitzung oder alle Ebenen in einer Sitzung zu erreichen, halte ich mich da nicht so, ne, so mit der Geschichte da auf, sondern mit der Urdynamik und es auf den Punkt zu bringen und gehe dann da halt ran und löst das raus. Und dazu muss man auch nicht die ganze Geschichte kennen. Und könntest du, um das für die Zuhörer nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen, könntest du einfach mal ein Beispiel nennen, was solche karmischen Punkte sozusagen sein könnten, die dann wieder auftauchen können? Weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist das ja eine Sache, wenn ich die nicht löse in meinem jetzigen Leben, sind das immer wieder Herausforderungen, die mir früher oder später sozusagen jetzt in meiner Lebenszeit immer wieder begegnen. Gibt es da irgendwas aus der Erfahrung heraus, was du sagen kannst, was das sein könnte? Zum Beispiel kann das sowas sein wie finanzielle Probleme oder Schwierigkeiten, den richtigen Partner zu finden, oder kann das vielleicht auch was Gesundheitliches sein, oder kann das tatsächlich alles Mögliche sein? Es kann letztendlich alles Mögliche sein. Klar, finanzielle Themen, wenn man anderen vielleicht irgendwo Geld weggenommen hat oder sozusagen immer noch eine tiefe Schuld für irgendwas empfindet, oder wenn man zum Beispiel auch im Vorleben Armutsgelübde abgelegt hat, ja, oder wenn man so ein Mönch war, dann hat man ja die materielle Welt damals verneint. Kann dann natürlich das Leben dazu führen, dass man viel schwieriger hat, Geld anzunehmen, gerade wenn man auch vielleicht spirituell arbeitet. Ja, also dann damals, es gab Zeiten, musste man, um spirituell zu arbeiten, die materielle Welt verneinen. Ja, da waren die Polaritäten noch nicht zusammen. Ja, und da kann es halt sein, dass man da halt noch eben nochmal zurückschauen muss. Das kann aber auch ganz andere Themen betreffen. Also zum Beispiel, ich kann ja mal einfach mein eigenes nennen. Also, ne, ich hatte halt jahrelang wirklich starke Hüftschmerzen. Das fing an, wo ich aber auch spirituelle Arbeit viel gemacht habe, dass ich immer in der rechten Hüfte Probleme hatte. Und die Ärzte haben gescheckt, nichts gefunden, gar nichts gefunden. Und das war auch wie so ein Phantomschmerz. Und dann war ich damals in meiner Familienaufstellungsausbildung. Und dann habe ich das genau an dem Wochenende, wo die Familienaufstellung war, bekommen. Und dann haben wir dann damals halt mit meiner Lehrerin damals da reingeschaut, und wir haben damals nicht nur Familienaufstellung gemacht, wir haben auch karmische Themen aufgestellt. Das war halt auch so, sie hat damals mir so gerade auch geholfen, diesen Bereich mit zu öffnen, aber auch auf der Familienaufstellungsebene. Und da haben wir dann reingeschaut, und dann war das aus dem Vorleben quasi, wo ich halt eingesperrt war von einem Mann und quasi missbraucht wurde ein Leben lang, ja. Dann ist quasi letztendlich mir bewusst geworden, dass diese Hüftschmerzen von Missbrauchsthemen kommen. Ja, deswegen habe ich auch so viele Klienten mit Missbrauchsthemen. Ich habe in diesem Leben sofern gar nicht irgendwie groß in der Form krassen Missbrauch erlebt. Ja, Missbrauch fängt ja noch an ganz anderer Stelle an, auch auf der emotionalen Ebene. Aber das hat sich dann damals angefangen, dadurch zu lösen. Ja, ich bin dann halt durch mehrere Vorleben gegangen, wo ich halt eben körperlichen und sexuellen Missbrauch erlebt habe. Und dann hat sich das halt immer mehr aufgelöst. Ja, also das fand ich halt schon krass, wie sehr das dann von da kommen kann. Da stecken natürlich dann, also das ist dann halt nicht nur, dass man die Missbrauchserfahrung löst, da hängt dann noch ganz viel anderes mit dran, was dann sich natürlich auf meiner Familienebene und auf meiner biografischen wiedergespiegelt hat. Weil wenn Missbrauch erfahren ist, dann heißt, die weibliche Energie wurde verletzt. Da ist auch ein Minderwert da, ja. Da ist halt Zurückhaltung eben der Sexualität da, ja. Da hängt noch viel mehr damit dran, was dann bearbeitet werden muss. Aber der Ursprung ist auf der karmischen Ebene. Und man muss immer, wenn man karmisch zurückgeht, an den Punkt gehen, wo die erste Verletzung stattgefunden hat. Deshalb ist es so wichtig, auf die karmische Ebene eben zurückzugehen. Wenn das der Ursprung nicht in diesem Leben ist, dann muss man halt eben weiter sozusagen zurückgehen. Aber es können zum Beispiel auch sein, wenn man mal ertrunken ist, dann hat man vielleicht in diesem Leben Angst vor Wasser, ja. Und dann kann man da auch eben zurückgehen und kann sozusagen so eine Angst auflösen. Also das ist gerade immer, wenn man Angst vor Sachen hat, wo man meint, da habe ich doch in diesem Leben gar nichts mit erfahren. Also das ist immer gerade schon so ein Hinweis auch, ne? Und ja, wenn man da so in der Familie und bei sich selbst gar keine Erklärung für findet. Oder kann man zum Beispiel auch sagen, dass Phobien dazu zählen? Manchmal hat man ja so unerklärliche Phobien oder Angst vor irgendwas. Das wäre dann vielleicht auch auf sowas zurückzuführen, oder? Zum Teil ja. Also ich würde nicht sagen jede Phobie, aber zum Teil ja. Also
Ja. Ich habe, glaube ich, gefühlt die Hälfte der Zeit Gänsehaut, wenn ich deine Antworten zuhöre, weil ich das so spannend finde. Ach, schön. Wenn jetzt die Zuschauer überlegen, okay, könnte das was sein oder könnte das nichts für mich sein, wenn der Körper jetzt nicht eh schon reagiert, genau. Wann könnten Leute dann merken, wann sie deine Unterstützung brauchen oder was könnte vielleicht der Auslöser sein, dass Leute zu dir finden? Oder woher wissen sie einfach, ob die Arbeit mit dir das Richtige sein könnte, um ihre Probleme zu lösen oder Zugang zu sich und ihrer Gesundheit zu kriegen? Ich glaube, einfach aufs Herz hören. Also einfach spüren, ob da eine Resonanz da ist. Also viele Klienten sagen immer, die haben dann gesucht, irgendwelche Webseiten und dann haben sie geguckt, haben mich gesehen oder da spürt eine Resonanz und dann haben sie immer wieder dran gedacht oder so, ne? Also ich glaube, es ist einfach reinspüren und wenn es das zweite Mal wiederkommt oder dritte Mal wiederkommt, dann auf jeden Fall mal auf die Website schauen, also wer jetzt auch den Podcast gehört hat, ne? Und man kann auch gerne, um einfach nochmal zu spüren, wie gesagt, mich per E-Mail anschreiben und dann kann man mit mir auch ein Beratungsgespräch vereinbaren, das ein kostenfreies, wo ich einfach ein paar Minuten, also so 20, 30 Minuten am Telefon anbiete, wo man mich auch befragen kann oder mal kennenlernen kann. Das kann manchmal auch noch helfen, so die letzte Entscheidung zu treffen. Und ansonsten natürlich, gerade wenn man im Moment am Leben ist, wo man merkt, man hängt fest und man möchte aber gerne weitergehen oder man möchte erfüllter leben, ja, und man kommt aber allein nicht weiter. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt. Und sonst, ja, also die richtigen Menschen finden, glaube ich, schon immer zu mir. Sehr gut. Deine Website würde ich natürlich auf jeden Fall auch nochmal verlinken, damit die Leute es sehr leicht haben, dich zu finden. Was bedeutet denn Gesundheit oder vielleicht sogar in deinem Fall, was bedeutet denn Heilung für dich? Heilung bedeutet für mich Ganzwerdung, ja, dass unsere Seele ganz in unseren Körper kommt und wir uns damit voll ausdrücken. Dass wir angebunden sind an den freien Energiestrom von Erde und Kosmos und dass wir in Selbstliebe sind, ja, dass wir in Liebe sind. Und es ist ja auch ein riesengroßer Liebestrom, der, sage ich mal, zwischen Erde und Kosmos fiel. Und dass dazu unsere Chakren frei sind, ja, also dazu muss halt einfach die Klärung stattfinden auf allen Ebenen, dass unsere Gefühle frei fließen können, dass unsere Gedankenwelt eigentlich sich zersetzt und zu einem großen Geist wird. Und dass wir uns wirklich als die großen Lichtwesen wahrnehmen können, die wir sind. Das bedeutet für mich Heilung. Und alles Alte, was die ganzen Prägungen quasi von den letzten Jahrtausenden abzuwerfen. Heilung hat auch jetzt in diesem Zeitalter, glaube ich, eine ganz andere Bedeutung, wie es das vor 1000 Jahren gehabt hat. Ja, wir gehen jetzt ja auch in ein neues Zeitalter. Und da bedeutet das wirklich das, was ich gerade beschrieben habe, wieder uns wirklich daran zu erinnern, wer wir sind. Und eben noch alle alten Schichten und alten Ballast abzuwerfen. Und natürlich kann man den Prozess eben auf allen Ebenen unterstützen, ne? Auf der körperlichen, dass man sich gut ernährt, dass man sich gut bewegt, dass man eben, dass man auch vielleicht alternative Heilmethoden verwendet, noch andere, um sich mehr in Balance zu bringen, ja, um den Energiefluss zu harmonisieren. Dass man auf der mentalen Ebene auch schaut, was man eben zu sich nimmt, welche Nachrichten man hört, welche Medien man benutzt, was man liest und um halt eben in die Heilung zu kommen. Und Heilung bedeutet für mich auch, dass ich erkenne, dass jeder selbst, wir haben alle Kräfte in uns, um heil zu werden. Wir können Unterstützung im Außen annehmen, aber wir sind es die wieder in die Heilung kommen, in die Ganzheit und in die Einheit. Ja? Einheit bedeutet auch alle. Einheit ist auch ein wichtiges Thema der Heilung, dass wir eben die Polaritäten wieder in uns verbinden, ja, Schatten, Licht, Angst und Liebe, Kraft, Kraftlosigkeit, alle Opfertäter, dass wir das alles in uns zusammenbringen, ja, also das ist Heilung und das führt natürlich eben dann zu Gesundheit. Also zu Gesundheit auch auf der körperlichen Ebene, auf allen Ebenen, wenn wir ausgeglichen sind, wenn alles frei fließt. Im Einklang von Körper, Seele und Geist, dann sind wir halt gesund. Ne? Das ist und Gesundheit ist ein Weg. Ne? Also, und das ist ein Weg, der nie aufhört, sondern einfach immer wieder zu gucken, was ist da noch da, was nicht in Balance ist.
Und ja, und ganz tief ins Herz zu spüren, ist, glaube ich, ganz wichtig. So zu spüren, was ist der eigene Seelenweg? Warum bin ich hier auf der Erde? Also was möchte ich leben? Was möchte ich ausdrücken? Für welche Werte gehe ich? Und auf der anderen Seite auch zu gucken, was sind meine Bedürfnisse? Und die ich erfüllt haben möchte, gehört auch dazu, ja. Aber letztendlich geht es darum, ganz wir selbst zu sein, unseren Weg zu gehen. Und dazu braucht es Heilung. Und das führt uns in Gesundheit. Danke dir, total schön gesagt. Gibt es denn jetzt noch von dir einen Nummer-1-Tipp, beziehungsweise deinen Nummer-1-Tipp, den du mit den Zuhörern gern teilen würdest? Genau, der die Zuhörer dabei unterstützen könnte, in Heilung zu kommen oder gesund zu werden? Ja, sofern jemand noch nicht die energetische und die Gefühlsebene mit einbezogen hat in das Thema Gesundheit, dann das bitte ab sofort tun. Also jedes körperliche Symptom hat auch ein dahinterliegendes seelisches Thema, ja, oder ein emotionales oder Verhaltens oder ein Verhaltensmuster, was halt nicht unserer Seelensprechens oder unserem höchsten Ausdruck entspricht, und das einfach mit einzubeziehen und sich selbst zu reflektieren. Einfach zu sich selbst zuzuwenden. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich so als Schamanin und Seelenbegleiterin mitgeben kann. Ich glaube auch, dass in dem ganzen Interview mit dir auch nochmal überhaupt vielleicht erstmal für viele klar geworden ist, was bedeutet Schamanismus eigentlich und wo steht jeder Einzelne als Individuum sozusagen in dem großen und ganzen Kontext des Universums und was kann jeder oder aus welchen Schichten besteht jeder Einzelne und was kann jeder Einzelne dafür tun, um ganz zu werden, wie du so schön gesagt hast, und um in die Heilung zu kommen, um gesund zu sein und damit ja auch wieder einen Beitrag einfach für die Gesellschaft und für die Welt und für das große Ganze leistet, wenn jeder an sich arbeitet und sich und in sich hineinschaut. Und ich hoffe, dass jeder, dadurch, dass er dir jetzt zugehört hat, motiviert geworden ist, einfach mal in sich hineinzuhören und sich vielleicht gerade jetzt mal die Zeit für sich zu nehmen und ja, in sich reinzuhören und zu gucken, was da so abgeht. Ja, also das finde ich ganz schön, dass du es nochmal so gesagt hast und dass das ganz wichtig ist. Und und das Schöne, das hast du jetzt auch gerade, glaube ich, so kurz angedeutet, wenn wir halt wirklich in die eigene Heilung gehen, ja, für uns selber schauen, ja, das hat gar nicht so viel mit Egoismus zu tun, sondern wenn wir uns selbst verändern, wenn wir uns an erste Stelle stellen, unser persönliches Feld klären, dann geht das vieles automatisch, weil wir alle verbunden sind ins kollektive Feld. Die ganzen Informationen gehen ins kollektive Feld und so wird das kollektive Feld langsam von diesem ganzen Leiden und Schmerzen umgeschrieben in ein lichtvolles Feld und dann verändert das also stückweise alle anderen mit, ja. Also das ist, ein Freund hat mir gesagt, wenn sich jeder selbst hilft, dann ist eingeholfen, ja. Und deswegen ist die Macht, die darin liegt, sich um sich selbst zu kümmern, nicht zu unterschätzen, ja. Und auch wenn man sich um sich selbst kümmert, dann kann man ja auch wieder viel mehr geben, ja. Und das vergessen wir manchmal, sonst brennen wir auch aus. Und das ist mir nochmal so wichtig zu sagen, dass wirklich dadurch, dass wir uns selbst gut tun, wir letztendlich allen gut tun. Ja, das ist so. Ja, total. Das finde ich auch total wichtig, dass jeder sozusagen hiermit nochmal die Erlaubnis bekommt, sich erstmal um sich selbst zu kümmern. Das ist ja, glaube ich, auch so eine Sache, die uns vielleicht auch im Laufe des Lebens ja gar nicht so wirklich beigebracht wurde oder vielleicht sogar auch abtrainiert wurde. Ja. Dass es ja immer erstmal darum ging, zu gucken, okay, geht es allen anderen gut und dann bin ich dran. Ich glaube, jede Mutter, die jetzt zuhört, kennt das, ja. Dass natürlich erstmal alle anderen dran sind und man selber zum Schluss. Genau, das finde ich nochmal ein sehr schönes Schlusswort, dass es super wichtig ist, zu gucken, dass es einem selber gut geht, um einfach auch die Kraft für alle anderen zu haben. Ja, genau. Genau, selbst von der Selbstliebe zu der bedingungslosen Liebe für alle. Und das ist auch ein Weg. Hättest du noch Themen, wo du sagst, das willst du gern nochmal loswerden oder auch gern zu deinem Angebot, wenn du da noch mehr zu sagen möchtest, wo die Leute dich finden?
Ja, also kann ich noch mal kurz was sagen? Also man findet mich halt eben auf meiner, also auf meiner Website www.agnetaniemark.com. Du schreibst dir wahrscheinlich auch noch mal irgendwo auf. Und Genau. da findet man erstmal so alle möglichen Informationen. Darüber kann man mich auch kontaktieren. Die Hauptarbeit, die ich anbiete, sind halt die Einzelsitzungen von ungefähr 2 Stunden. Persönlich wie eben als Fernheilung. Und man kann mich halt dazu kontaktieren, kostenloses Beratungsgespräch. Und dann können wir gerne einen Termin dafür ausmachen. Und für Ritualarbeit, da kann man mich gerne anfragen. Kommt immer darauf an, wo ich gerade bin. Es kann auch sein, wenn jetzt jemand sagt, er lebt in der Community und braucht da mal Unterstützung von einer Heilerin, dann kann man mich gerne auch kontaktieren. Dann kann es auch möglich sein, eben, dass ich auf einen längeren Zeitraum mal hinkommen kann und auch mit mehreren Menschen arbeiten kann. Weil es ist auch wirklich sehr schön, in Communities zu wirken. Das Glück habe ich jetzt auch gerade, da ich jetzt gerade in einer bin und dort viel Heilarbeit gemacht habe. Und es ist sehr schön, es zu sehen, wie das ganze Feld verändert und Menschen verändert. Und sonst einfach mir gerne eine E-Mail schreiben und dann können wir gerne einen Termin für eine Einzelsitzung vereinbaren. Und keine Angst, Fernheilsitzungen, das ist natürlich für welche, die vielleicht noch nie schamanische Arbeit gemacht haben, noch ein bisschen schwieriger vorzustellen. Aber eben der Energiekörper, der kann halt frei bewegt werden und Funktioniert das Ganze dann auch online? Also online ist es ja dann nicht. Du machst das per Telefon, oder? ich mache das, genau, ich mache das per Telefon. Man kann natürlich das Eingangsgespräch mit mir über WhatsApp-Telefonie machen oder meinetwegen auch über Skype. Ja, damit man sich am Anfang mal sieht, das ist jetzt gerade vielleicht mit Klienten, mit denen ich noch nicht gearbeitet habe, die könnte ich mir vorstellen, dass sie sich das gerne wünschen, dass man sich auch gesehen hat. Aber wenn ich dann direkt in die Energiearbeit gehe, dann schalte ich halt auf Telefon um, weil die Person liegt. Ja, und dann bleibe ich einfach ich lege dann das Telefon ein bisschen weiter weg, sodass ich halt frei arbeiten kann, aber dass ich halt auch Rückmeldungen habe vom Klienten, wenn was ist. Natürlich, wenn jemand sich wünscht, auch ohne Telefon dann zu arbeiten, während ich die energetische Arbeit mache, geht auch, dann arbeite ich da einfach durch und gebe danach eine Zusammenfassung. Aber ich finde es halt schon immer ganz schön, wenn die Klienten mir Rückmeldung geben können, weil manchmal, wenn man was löst, dann drückt es, dann merkt man das ja auch, ne? Man liegt da und dann auch drückt es auf einmal irgendwo, weil ich da an eine Blockade gehe. Dann löst sich ein Energiestau und dann drückt es halt vorher auch mal. Und manche kann das natürlich verunsichern oder auch wenn Emotionen hochkommen, ne, dann kann ich das halt auch einfach mit begleiten. Und gerade wenn man vielleicht neu ist, dann fühlt man sich ja auch vielleicht noch unsicherer damit. Und ich mag es auch ehrlich gesagt gerne in Kontakt während der Sitzung zu bleiben. Und das gibt mir auch die Möglichkeit, ich bin zwar in Trance, aber ich kann trotzdem sprechen, auch dann manchmal zu sagen, was ich mache oder schon eine Rückmeldung zu geben. Und ja, das ist letztendlich arbeite ich wirklich genauso wie in einer One-to-One-Sitzung, nur dass ich halt den Körper zum Schluss nicht berühren kann, ne? Also den physischen Körper, was manchmal auch ganz schön sein kann, um nochmal das System, sage ich mal, nochmal zu beruhigen. Aber dafür ist man halt, wenn man in einer Fernheilungssitzung hat, man halt den Bonus, man ist zu Hause, man kann sich einen ruhigen, sicheren Ort schaffen, man muss danach nicht mehr noch mit Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, was auch ein Vorteil ist von einer Fernheilsitzung, dass man einfach. Ne, und man kann sich in seinen Pyjama da hinlegen oder man kann sich natürlich auch in die Natur legen. Das hat auch seine Vorteile. Aber die Arbeit ist wirklich genauso intensiv. Ich habe auch, wo ich damals meine schamanische Ausbildung, bevor ich die gemacht habe, hat mich meine Lehrerin ein Jahr lang über Fernheilung behandelt und ich war wirklich beeindruckt, wie das gewirkt hat. Also, wie man das dann direkt merkt, wenn sie da ein was aus dem Kiefer zieht und der Kiefer auf einmal komplett frei wird. Und eben. Ja, ich merke es ja eben auch von den Rückmeldungen. Und Energie, wie gesagt, ist halt nicht an Ort und Zeit gebunden. Das geht alles, ne? Das ist viel mehr möglich, wie unser Kopf verstehen kann. Genau, ich glaube, da müssen wir mal unseren rationalen Verstand ein bisschen beiseite legen. Genau. Ja. Okay, schön. Also, wenn sich jemand dazu entschließt, der vielleicht nicht in Berlin vor Ort ist oder dich gerade irgendwo antrifft, wo du gerade unterwegs bist, gibt es immer auch die Möglichkeit,
mit dir per Fernheilung zu arbeiten. Genau, und ansonsten im Sommer über werde ich wieder viel in Berlin sein. Also ich denke mal so ab April rum werde ich auf jeden Fall 4 Monate da sein. Da habe ich ja auch meinen Praxisraum noch in Kreuzberg. Da kann man mich dann auch gerne natürlich kontaktieren und auch da in Berlin Sitzungen machen. Oder eben auch draußen in der Natur. Ich arbeite im Sommer eben, wenn ich dann in Berlin bin, noch sehr gerne draußen im Wald und mache dort Sitzungen, weil da arbeitet die Natur dann halt mit. Das ist manchmal noch schöner. Aber es kann auch der sichere Praxisraum sein. Schön, total toll, Agneta. Ich danke dir so, so sehr, dass du uns heute mal mitgenommen hast in die Welt des Schamanismus und uns eingeführt hast, wie Schamanen arbeiten, wie die ganze Historie dahinter ist. Ich glaube, das ist so viel Wissen, was einfach tatsächlich ein bisschen untergegangen ist, was viele Leute gar nicht so vor Augen haben. Und vor allem hat es noch mal mehr deutlich gemacht, wie vielschichtig wir als Mensch sind und was wirklich alles zu unserer Heilung dazugehört. Und nicht nur zu unserer Heilung, auch der Heilung des Kollektivs, vor allem für das neue Zeitalter, was du auch erwähnt hast, was jetzt ansteht, ist deine Arbeit, glaube ich, so, so wertvoll und wird, glaube ich, noch viel mehr Aufmerksamkeit kriegen in den nächsten Jahren und ist vielleicht so, Psychologie war gestern, Schamanismus kommt morgen, ja. Würde ich mal sagen. Genau, und ich freue mich so, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Also es hat mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast zu dem Gespräch und ich die Möglichkeit hatte, auch mal so viel zu teilen und hoffe, dass ich damit auch wirklich für viele einfach den Blick erweitern konnte. Und ja, und freue mich vielleicht auch von den einen oder anderen zu hören. Ich kann euch nicht oft genug sagen, wie sehr ich Agnetas Arbeit und vor allem ihr Wissen und ihre einzigartige Perspektive auf das Leben und dieses Universum schätze. Wenn ihr jetzt auch den Ruf verspürt, mit Agneta zusammenzuarbeiten, dann findet ihr in den Shownotes alle Links zu ihr. Ich bin mehr als überzeugt davon, dass die Arbeit und vor allem die Zusammenarbeit mit Schamanen und Schamaninnen in naher Zukunft wieder sehr viel mehr an Bedeutung gewinnen wird. In meinen Augen ist das sogar eine Notwendigkeit, um uns von Trauma, Leid und Schwere zu befreien, die wir seit Jahrtausenden auf dieser Erde erfahren haben und in uns tragen. Es ist Zeit, in ein neues, leichteres, helleres Zeitalter überzugehen und dafür müssen wir alle erst durch unser eigenes Tal der Schatten gehen. Auch ich habe mich im Zuge meiner chronischen Krankheit dazu entschieden, durch das Tal meiner eigenen Schatten zu gehen und ich hätte mir keine bessere Begleitung als Agneta vorstellen können. Nach unserer gemeinsamen Sitzung hat sich mein Leben rasant verändert. Knapp 2 Wochen später habe ich meinen klassischen 9-to-5-Bürojob aufgegeben und gehe seitdem meiner Bestimmung nach. Ich habe meinen Podcast gestartet, ich bin Healing Coach und helfe anderen, auf ihren eigenen Heilungsweg zu kommen. Ich unterrichte Yoga, bin Soundhealerin und habe, wie ihr schon am Anfang gehört habt, seit einigen Wochen meinen YouTube-Kanal ins Leben gerufen. Ich könnte gerade nicht glücklicher sein. Ich fühle mich befreit, voller Tatendrang, Kreativität und Energie und ich freue mich, mit meinem Wissen anderen zu helfen. So schwer meine Krankheit auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene auch für mich war und zum Teil noch immer ist, sie hat mich auf den Weg gebracht, auf dem ich mich jetzt befinde. Sie hat mich dazu gebracht, all mein Wissen mit euch zu teilen. Ich hatte das Glück, alles am eigenen Leib zu erfahren, worüber ich nun ganz transparent und ehrlich mit euch sprechen kann. Ich kann Erfahrungen aus erster Hand teilen und euch somit wieder eine neue Perspektive auf die Themen Gesundheit und Heilung geben. Denn wenn ich eins gelernt habe, dann, dass Heilung möglich ist und wir alles in uns tragen, was wir zum Heilen brauchen. Denn wir sind selbst unsere größten Heiler. Ich hoffe, ihr konntet in der heutigen Podcast-Folge wieder Inspiration finden. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über euer Feedback. Schreibt mir sehr gerne eine Bewertung und teilt den Podcast mit Freunden und Familie. Denn nur so können wir den Mindtribe wachsen lassen. Vielleicht habt ihr Themenwünsche oder seid selbst Experte zu einem spannenden Thema, was hier reinpassen würde, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Werdet außerdem sehr gerne Teil der Mindtribe Community auf Instagram unter caro.mehr oder YouTube unter Mindtribe Health and Healing. Alle Infos und Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Wie immer schicke ich euch unendlich viel Kraft und Energie und denkt daran, du bist selbst dein eigener Heiler. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Macht's gut und bis zur nächsten Folge hier beim Mindtribe Podcast.